Willkommen zurück auf der Therapie-Couch für Filme, der 54. Ausgabe von Kino on the Couch, einem Podcast, bei dem ein aktueller Film zur Analyse auf die sprichwörtliche Therapie-Couch gesetzt wird. Das heißt, wir fokussieren unseren Blick auf ein ganz spezielles Themenfeld, das zu dem in diesem Podcast vorgestellten Film passt und eine Grundlage zur Diskussion bietet. Und heute setzen wir The SpongeBob Movie Sponge on the Run von Tim Hill auf die Couch, der momentan jederzeit auf Netflix abrufbar ist. Mein Name ist Patrick Markey und in der 54. Ausgabe von Kino on the Couch ist noch der Sepster mit dabei. Ja, Sepster, herzlich willkommen. Hey SpongeBob. Okay, warte. Ich meine natürlich, oh, Sapster, hi, are you ready? I'm ready. I'm not Sapster. I'm Thaddeus. I'm Thaddeus, Thaddeus. I'm Thaddeus, Thaddeus. Well, then, can you play your clarinet? Kannst du Klarinette spielen? Yeah. Oh. I'm Thaddeus, Thaddeus. I'm Thaddeus. Ah, Riesenspaß. Ja, würde ich sagen. Nicht schlecht, selbst da. Ich bin beeindruckt. Ich weiß, ich muss auch mal, nachdem du schon Christian Bale gememt hast, muss ich einmal meinen Helden Patrick Starr auch memen. Ja, ich hatte tatsächlich eigentlich sowas Ähnliches geplant. Also das wäre, ich meine, also heute ist, wie ihr liebe Zuhörer und Zuhörerinnen vielleicht vernommen habt, ein bisschen Rollentausch bei uns angesagt. Deswegen werde ich natürlich nicht den kurzen Abriss der Handlung zum Besten geben, sondern ich greife hier natürlich vor, aber später wirst du das du machen, Selbster. Aber ich hatte tatsächlich sowas Ähnliches für den Abriss der Handlung geplant. Ich hatte davor, die verschiedenen Stimmen nachzumachen. Ist heute der Gegenteiltag? Ist heute der Gegenteiltag? Ja, genau, stimmt. Ja, heute ist der Gegenteiltag und selbst da, weißt du noch damals vor vielen, vielen Jahren, als wir uns im Camp Movie Nerd kennengelernt haben und 30 Minuten später. Überlegt doch noch einmal und gebt selbst euer Herz. Also, naja, jedenfalls wollen wir uns heute, wie gesagt, The SpongeBob Movie Sponge on the Run anschauen. Und zwar wollen wir es heute unter dem Gesichtspunkt tun. Also, ich meine, ihr kennt uns, ihr wisst, wir werden abschweifen, wir werden ganz viele verschiedene Dinge ansprechen. Wir wollen aber zumindest einmal versuchen, uns zu fokussieren auf dem Themenaspekt des ja, des Publikums, beziehungsweise der Rezipienten und Rezipientinnen. Danke, genau. Also, wer wird angesprochen? Wie funktioniert das? Warum werden verschiedene Rezipientinnen anders angesprochen? Gelingt das nicht? Das wollen wir uns einerseits anschauen, andererseits vielleicht auch noch ein bisschen uns über die Länge des Spielfilms unterhalten und schauen, wie das da in verschiedene Rezeptionsmöglichkeiten mit reinspielt, auch in Hinsicht auf diverse verschiedene, das war zweimal das gleiche Wort, nur anders, Altersgruppen. So, ich bin noch lange nicht so routiniert wie du, selbst da, man mag es mir bitte verzeihen, ich würde dich im Gegenzug nun bitten, uns ganz kurz zu erklären, naja, worum geht es denn eigentlich in dem Film? Ja, natürlich gerne mache ich das. Gary ist snapped geworden. Der langjährige Freund und das treue Haustier von SpongeBob wurde aus dem eigenen Heim, aus der maritimen Ananashaus entrissen, rausgestohlen, um Teil der Schönheitsprozeduren von dem herrischen und, man könnte fast schon sagen, teuflischen Poseidon zu werden, der sich in sich selbst verliebt hat wie der Narziss in Atlantic City. Doch nun müssen SpongeBob und seine Freunde auf einem Roadtrip sich auf den Weg machen. Und es ist doch eher vielleicht eine Heldenreise oder vielleicht auch eher ein Buddy-Movie. So oder so, sie machen sich auf den Weg, um den schleimigen Freund zu retten aus den gierigen Klauen dieses schelmischen Königs und Herrschers.
Wow, dazu kann ich nur sagen, I'm ready, Wie sieht's mit dir aus? Bist du auch bereit? Warst du bereit für diesen Film? Hat dich der Film mit aller Wucht getroffen? Bist du komplett überzeugt, restlos begeistert oder doch eher ja, angeschleimt von widerlichem Schneckenschleim? Keine Ahnung. Ja. Angeschleimt von widerlichen Schneckenschleim. Ich war bereit, in den Pool voller So ähnlich. Schneckenschleim zu springen, um mich darin zu wälzen und baden, um meine Haut zu verschönern, weil ich eben natürlich im Glanz meiner Jugend wieder erstrahlen würde, weil natürlich SpongeBob zu meiner Kindheit, aber vor allem zu meiner Jugend dazu gehört. Also ich bin, wie du auch, Patrick, um das mal vorwegzunehmen, wir sind beide eigentlich große SpongeBob-Fans gewesen, vor allem dieser dieser Phase, und ich habe noch immer ein großes Herz für SpongeBob, für diesen gelben Schwamm und seine anderen maritimen und nicht maritimen Freunde und Freundinnen sehr. Also es ist ein großes Herz, also ich habe ein ganz großes Herz dafür, und ich es ist ganz offen dafür. Und ich habe sogar vor dem Film extra noch angeschaut, SpongeBob on the Run zum zweiten Mal. Und ich war richtig so, ja, das wird schon wirklich besser an SpongeBob on the Run. Und dann gab es immer wieder so Momente, wo ich dachte, ah, und ah, und ah, und dann kommen wir zu den Camp-Rückblicken, die ich tatsächlich ziemlich bescheuert fand und tatsächlich kaum lustig. Das heißt, die Camp-Rückblicke, die ungefähr nach 50 Minuten kamen und für 20 Minuten, das, was du auch schon parodiert hast, warum ich ein guter Freund bin, waren diese Momente, die dem Film ein bisschen seinen Rücken gebrochen haben, Ach so, seinen. Camp-Rückblicke. Oh Gott, ich war schon so kurz davor zu sagen, Mensch, selbst das musst du jetzt näher erläutern, was du mit Camp-Rückblicken meinst und wo du hier Campiness gefunden hast. Aber du meinst, ach Ja, so, verstehe. Ja, sorry. Camp Krusty, Camp Bikini Bottom, ich weiß nicht, wie das Camp heißt, muss ich gestehen. Aber es ist auf jeden Fall das Camp, was auch dazu genutzt wird, um ein, ich glaube, es heißt Camp Coral, Camp zumindest Coral, wirkt das ein ja. bisschen so, was auch genutzt wird, um eine Spin-off-Serie zu machen. Und diesen Zynismus spürt man an der Stelle tatsächlich sehr gut raus, dass es eigentlich nur dafür da ist, um eben diese Spin-off-Serie in Gang zu kriegen, um sie zu bewerben. Und das ist der Moment, wo ich tatsächlich ein bisschen ausgeschieden bin. Das heißt nicht, dass mir der Film nicht gefallen hat. Es gab viele genug Momente, die ich wirklich mit größter Freude erlebt habe und wo ich auch Tränen gelacht habe und mich zurückgefühlt habe wie ein kleiner Sebi im Camp Nerd, wo wir uns beide Filme angeschaut haben und Serien angeschaut haben, wie du schon vorhin erwähnt hast. Und zu den Höhepunkten können sicherlich auch dazu der Keanu Reeves und auch vor allem der Poseidon, also der von, ich glaube, Matt. Mir fällt der Name leider gar nicht ein. Ich muss kurz raufscrollen, um zum Namen zu kommen. Matt Berry, genau. Der auch schon in Bubbles gespielt hat, im letzten SpongeBob-Teil, der auch ziemlich gut ist. Aber Matt Berry kenne ich vor allem aus der IT-Crowd, glaube ich. Und da war ich schon eigentlich relativ humorvoll. Und hier, gerade am Ende, hat er echt den größten Lacher vielleicht von mir bekommen. Das heißt, der Film hat total schöne Momente und ist auch schön animiert. Also er benutzt sehr effizient dieses Squish und also diese Animationstechnischen, die Techniken, die ganz stark für zweidimensionale Animationen benutzt werden. Sie ist auf, ich glaube, auf zwei oder auf drei animiert. Das heißt, er ist viel unrunder, nicht so glatt in seiner Ästhetik und hat genug Deformationen der Gesichter, die er ganz effizient verwendet, um dem Körper ein Gewicht zu geben und auch um die perfekte Ausdrücke zu bekommen. Das heißt, ich kann beim Film viel kann ich von dem Film mögen, aber der Film ist einfach leider, so wie auch der Folgefilm, nicht so wertvoll wie die Serie an sich und bleibt halt irgendwie in einem guten Mittelmaß, würde ich mal behaupten wollen. Oder ein netter Film. Wie ging es dir dabei, Patrick? Hast du wie ein Schwamm die ganzen Filme aufgesaugt? Ich habe ihn tatsächlich aufgesogen, den ganzen Film wie ein Schwamm, ja, weil ich ähnlich wie du mit SpongeBob doch einiges an Nostalgie verbinde und auch ein sehr großer SpongeBob-Fan war und mir auch irgendwann mal gar nicht so lange, also gar nicht so lange heißt in dem Fall 10 Jahre, also vor 10 Jahren mir vorgenommen habe, doch eine SpongeBob-Anthology zu machen und alle SpongeBob-Folgen zu schauen. Ich habe es nicht ganz geschafft. Gibt Ich es glaube, ich irgendwie ein bin. Muster bei dir, oder? Ich mache jetzt alle Folgen, alle Filme und Sets und dann kommst du bis zum dritten Film Nee, ungefähr nee, nee, nee. meistens. Also tatsächlich ist das ein Muster von mir. Ich mache sehr gern alles und sage, ja, ich will jetzt alles schauen, fange ganz von vorne an. In den meisten Fällen, es gibt wenige Ausnahmen. Also Star Trek ist eine Ausnahme. Ja, wollte ich gerade sagen. Jo, jo, jo. Aber ansonsten. Hast du jetzt eine Folge geschaut bis Star Trek? Ja, eine habe ich schon gesehen, sicher. Ich habe auch mehrere gesehen, aber.
Also alle von vorne bis hinten durchzuschauen hat nicht funktioniert, weder bei Star Trek noch bei SpongeBob. In allen anderen Fällen hat es schon geklappt, immer. Aber bei SpongeBob bin ich, glaube ich, bis zur, ja, weiß nicht, fünften, sechsten Staffel sowas gekommen. Die richtig guten sind Okay. die ersten, drei, ersten Ja. zwei, nee, Na, wo ersten drei. das Steven Hillenburg halt noch dabei war, oder? Ja, genau, und ab, ich weiß nicht, ja, aber Staffel 4 ist das, glaube ich, hat SpongeBob auch eine andere Stimme. Da ist seine Stimme dann mit dem, ja, mit dem Harmonizer, glaube ich, also hochgepitcht. Und die ersten drei Ah, Staffeln ist okay. es tatsächlich natürlich. Also da wird nichts mit technischen Hilfsmitteln Okay. nachgeholfen. Und das ist so unter SpongeBob-Kennern so ein bisschen der Zeitpunkt, der sinnbildlich, naja, Verfall ist ein bisschen zu hart gesagt, aber der für doch einen herben Qualitäts- und auch ein bisschen Subtilitätsverlust steht, der dann den folgenden Staffeln ein wenig zu beobachten ist. Und nichtsdestotrotz fand ich auch die späteren Folgen gut und war ein großer SpongeBob-Fan. Eine winzige Anekdote, bevor ich zum eigentlichen Film komme, möchte ich noch sagen, ich erinnere mich noch, als sei es gestern gewesen, als ich 1999 dürfte es gewesen sein, die allererste SpongeBob-Folge, die das allererste Mal in Deutschland ausgestrahlt wurde, im Fernsehen live gesehen habe. Das war damals auf Nickelodeon war das, ja. Und da war das, glaube ich, eine der ersten Inhalte, die überhaupt ausgestrahlt wurden auf diesem Sender. Und das war SpongeBob, die erste Folge. Und ich war live dabei, habe das geschaut und habe mich gefreut und erinnere mich noch heute daran zurück. Das ist quasi so ein bisschen so eine Flashlight-Memory, also eine Blitzlichterinnerung. Wie prägend das letzten Endes für mich und meinen Charakter war, keine Ahnung, das sei dahingestellt. Bitte schreibt uns eine Mail und bewertet das anhand, also ja, egal. Aber, also ich mochte SpongeBob immer und habe mich deswegen auch gefreut, den neuen SpongeBob-Film zu sehen. Ich glaube, den letzten hatte ich leider nicht mitnehmen können, aber den ersten SpongeBob-Film habe ich gesehen. Hat das SpongeBob Outer Water nicht gar nicht gesehen? Also nie. Oder was? Na, warte mal, Es blöde. ist der mit Antonio Banderas und wo dann sie zu Superhelden kurzzeitig werden, so für 20, 30 Minuten. Nee, den habe ich, glaube ich. Okay. Ich glaube, den habe ich nicht gesehen. Nee. Also David Hasselhoff und wo sie aus dem Wasser rauskommt. Nee, warte mal. Sie gehen in jedem, außer in dem Teil, gehen sie in jedem Teil aus dem Wasser raus. Sogar in dem Sogar Teil in dem Teil, sogar in dem geht's Teil, ja. Okay, nee, ich habe nur den ersten gesehen, den zweiten habe ich nie gesehen. Leider. Okay. So, genau. Also hat mich dennoch gefreut, diesen neuen Teil hier schauen zu dürfen. Und ja, finde ihn in Ordnung. Ich finde ihn okay. Nicht mehr, nicht weniger. Ich war ein bisschen enttäuscht, oder ich weiß nicht, ob ich es wirklich erwartet habe, aber also ich wurde nicht zu Tränen gerührt durch Lachen. Also ich musste schon manchmal schmunzeln, fand es lustig, aber so richtig weggehauen vor Lachen habe ich mich so gut wie nie. Fand ein paar Sachen angenehm, fand auch ein paar Anspielungen interessant, aber nichts, das mich vom Hocker gerissen hätte. Da wäre noch ein bisschen Luft nach oben gewesen. Und irgendwie, ich kann es auch gar nicht begründen, aber viele von den Gags, die kamen, die kamen mir jetzt nicht, also nicht campy vor, nee, aber schon ein bisschen, ja, fast schon ein bisschen wie, ich weiß nicht, ob Memberberry hier das richtige Wort ist, aber es hat ein bisschen wie so eine Aufwärmung, wie ein schnelles in die Mikrowelle stecken vom alten Inhalt gewirkt. Also irgendwie dachte ich mir so, abgesehen vielleicht von der Animationstechnik und so, die ist wirklich erfrischend und neu, aber vieles inhaltlich. Ja, kennt man halt schon. Dachte ich mir, ja, habe ich doch schon mal irgendwie gesehen. Und so einen oder einen so ähnlichen Gag gab es doch schon mal in keine Ahnung welcher Staffel. Also angefangen von Poseidon, dass er im Casino lebt und so. Also das sind alles Sachen, die wurden schon behandelt. Also hier war nichts Neues dabei und die Witze, auch dass Gary und SpongeBob beste Freunde sind und 20.000 Sachen pro Tag machen und was auch immer. Und das in einem schönen, in einer schönen Collage dann dargestellt wird. Alles nett, aber schon so oft gesehen. Damit kann man mich als alten SpongeBob-Hasen irgendwie nicht mehr vom Hocker reißen oder hinter den Ofen hervorholen. Das wäre das Wort. Also ein bisschen dieses Gefühl hatte ich, deswegen gebe ich gerade so noch sechs mit Wasser vollgesogene Schwämme. Dabei ist es natürlich, wenn der Schwamm mal diese Wasser auch vollgesogen, der Schwamm mal in der Mikrowelle ist, natürlich das ein noch ein ausgedrockneter Schwamm. So hast du auch das war das Gefühl, das der Film hinterlassen hat. Sechs ausgetrocknete Schwämme nur noch. Naja. Aber ich muss sagen, also ich kann zumindest klar benennen, es gibt schon immer wieder Momente, wo ich tatsächlich, wie gesagt, mehr als geschmust habe. Und ich finde auch zum Beispiel diesen, wo eben der SpongeBob etwa die
die Falten von Poseidon als so tief wie die Marianengraben bezeichnet. Das war tatsächlich ein wirklich guter Dialog, vor allem, weil man würde sich das vorher schon erwarten, dass er sowas sagt, sowas Boshaftes. Und das war auch gut inszeniert. Also manchmal, es war ein gutes Timing und grundlegend die Zerstückelung von Poseidon, also das Dekonstruieren seiner eigenen Schönheit, das war ein schöner Moment einfach, weil er tatsächlich. Ja, gut, du bist einfach Mr. Dekonstruktion. Natürlich Mr. Dekonstruktion. Und ich muss auch sagen, im Rückblick finde ich den ersten Teil richtig, richtig gut. Ich hab ein bisschen gebraucht, um den ein bisschen für mich warm zu werden, den ersten Film. Drei Filmen bis jetzt. Aber jetzt, das ist echt ein spannender Film, der über Männlichkeit handelt und über fast schon toxischer oder zumindest harter Männlichkeit und das Abwerten von harter Männlichkeit und das Aufwerten von einer sehr weichen und auch kindlich-infantilen Männlichkeit. Das finde ich Ja, total spannend. aber das war ja schon immer, das ist ja das Thema von SpongeBob, das ist ja auch ein Grund, oder angibt, oder ich weiß nicht, aber das ist einer der Gründe, warum SpongeBob so bekannt und beliebt wurde, zumindest in den letzten 10, 20 Jahren. Und warum SpongeBob ja quasi auch eine Ikone von Queertum, ist das ein Wort? Also, ja, ist, genau, ja. Queerness, queere Community halt, oder wie auch immer. Ja, genau. Aber Genau. schon, das stimmt auf jeden Fall. Aber wie direkt dieser Film es macht, wie er es das richtig ins Herz rückt, was zum Beispiel in anderen Filmen, wo sie dann immer versuchen, irgendwelche Themen aufzunehmen, aufzumachen. Also zum Beispiel im zweiten Teil ist es viel stärker Metatextualität. Und hier ist es halt Mut zu zeigen, dem Freunden gegenüber Mut zu zeigen, dass man eben Freundschaft wichtig ist. Das ist halt wie genau das, was du auch schon angesprochen hast. Das sind so sehr stark, das sind einfach Themen, es sind Motive, es ist eine Struktur, die bekannt ist. Und das Witzige ist natürlich, dass die erste und der dritte Teil sehr viel strukturell sehr ähnlich aufgebaut sind, aber der erste Teil es wesentlich besser schafft, weil er eben das zum Thema macht. Diesen Aspekt dieser Männlichkeit, der spezifischen Männlichkeit, die natürlich sehr ähnlich wie die P.V. Herman-Männlichkeit. Das ist ja die beiden sind ja Cousins, zumindest Misters from another Miss, Sis, Brother from another Mother. Jo, ich habe Okay. gerade natürlich den umgekehrten Spruch genommen. Aber das ist natürlich, finde ich, total schön, einfach zu sehen, wie durchdacht es ist. Und das ist etwas, was mir auch an dem jetzigen Spongebob auch ein bisschen fehlt, dass es tatsächlich nicht sehr durchdacht ist in der Hinsicht, wie ich jetzt Themen er anspricht, oder wie er thematisch darin vorgeht. Also, und ich glaube, da sind wir uns eh beide irgendwie einig, dass der Scattershot ist, glaube ich, das richtige Wort im Kontext. Das ist irgendwie alles ist irgendwo. Ja, Ja. tatsächlich, genau. Ja, sehe ich ähnlich, ja. Aber da kann man natürlich gleich die Schön. Frage stellen. Entschuldigung. Ja? Nee, Ich wollte sorry. sagen, ich wollte es nicht rüberführen zu unserem Thema heute. Da kann man gleich die Frage stellen, ob das, um es ganz hart auszudrücken, Shit, ist okay, ich überhaupt halte mich fest, ja. SpongeBob. Vor allem, also wir müssen einfach darüber reden, wer ist das Publikum von SpongeBob? Das haben wir schon so ein bisschen eingeführt. Und das Publikum von SpongeBob ist natürlich sehr breit gefächert, aber ein Teil davon ist natürlich ein junges Publikum, das ja auch klar von der Aufmerksamkeitsspannung eher für kurze Kost gedacht ist. Oder kurze narrative Strukturen für dieses junge Du Publikum einfach nicht. Ageist. Ich bin einfach ein Ageist, genau. Aber ich glaube, das stimmt tatsächlich sehr. Und das merkt man auch daran, dass viele frühe Disney-Filme relativ kurz gehalten sind und erst jetzt in den letzten 20, 30 Jahren Kinderfilme immer länger werden. Immer mehr über die 100-Minuten-Marke gehen. Und ich glaube, der Film ist auch entweder über die 100-Minuten-Marke gegangen oder knapp drunter. Ich glaube, es ist knapp drüber sogar. 96 Minuten Und war, glaube ich. Also ich glaube, er war okay, drunter, aber ja. knapp drunter, okay. Aber die Frage ist für mich ein bisschen, ob das 91 denn Minuten. überhaupt, Ja, okay, sorry. ja. Welche nur 91? Muss ich eigentlich nicht für mich ganz Steht in unserem falsch. Cheat Sheet, in dem von dir verfassten Notizen steht das drin. Ja, wahrscheinlich ein Blödsinn. Wer hat der schon geschrieben? Wahrscheinlich hast du geschrieben. Dieses Ja. Mal. Rollentausch halt einfach. Ja, sorry. Oder ist der Gegenteiltag deshalb, weil ich einfach nicht mich mit Fakten auseinandergesetzt habe? Ist das nicht immer so bei dir? Okay. Donald, bist du's? Okay. Perfekte Überleitung zum letzten Podcast. Okay, gut, ja, weiter. wirklich. Wunderbar. Also, das heißt, die Frage ist ein bisschen für mich, wenn wir davon ausgehen, als eine Hypothese, dass junges Publikum eher kurze Formate mag, ob es überhaupt sinnvoll ist, SpongeBob, der in den kurzen Formaten wirklich total großartig funktioniert, umzutragen in so ein Spielfilmformat. Weil das ist ja genau ein Punkt, der mir zumindest ein bisschen schwierig erscheint im Zusammenhang mit dem Film, dass der Film einfach strukturell sehr schwach ist. Das ist halt immer eine Episode nach der anderen, aber auch das funktioniert nicht
ganz, finde ich, mit Episoden. Und für mich ist die Frage, ist es überhaupt sinnvoll, gerade bei SpongeBob etwa und dessen Humor von der Serie, das so umzustalten, dass man auf einmal immer auf Teufel komm raus Spielfilme von dem Film macht und dann noch dazu Filme, die eben über 90 Minuten lang sind? Also ob das überhaupt Sinn macht, meinst du, oder ob dieses Unterfangen zum Scheitern verurteilt ist, weil SpongeBob eigentlich nur mit einer kurzen Laufzeit richtig funktioniert. Ist das deine Frage? Ja, irgendwie schon. Und vor allem von deiner Erfahrung, die du jetzt gerade bei SpongeBob on the Run gemacht hast. Ja, nö, würde ich sagen, ist gar nicht so, also meiner Meinung nach. Also ich würde dir zustimmen, dass dieser Film, der aktuelle, den wir jetzt gerade besprechen, leider nicht so ganz funktioniert und dass ja, an dem, wie hast du es genannt, Scattershot liegt und dass er sich nicht festlegen kann und ein bisschen all over the place ist und die Struktur auch irgendwie ja, nicht wirklich überzeugend ist. Aber wir haben ja schon gesehen, du hast es ja gerade schon angesprochen, dass, gut, den zweiten Film habe ich nicht gesehen, aber zuallermindest beim ersten Film, dass das auch überhaupt nicht der Fall sein muss und das Filmformat auch sehr gut funktionieren kann. Und ich wüsste jetzt nicht, warum SpongeBob da anders als andere Serien sich verhalten muss. Also ein anderes Beispiel. Keine Ahnung, South Park, du kannst genauso gut sagen, South Park ist pointiert, bösartig kurz und deswegen funktioniert es in dem 22-minütigen Episodenformat am besten, weil wenn du das lang ziehst, dann wird es schnell langweilig, beziehungsweise läuft dich ab und dann geht dem schnell die Puste aus. Und das ist stellenweise der Fall. Ich weiß nicht, ob du South Park wie Pandemic Special gesehen hast, aber das war auch eine längere Episode, eine Stunde lang. Die fand ich zum Beispiel auch nicht ganz so gut, ähnliche Probleme habend wie der SpongeBob-Film vielleicht. Also wie gesagt, es hat sich wiederholt und war dann irgendwie nicht so lustig, nicht ganz überzeugend. Aber auch bei South Park haben wir den ersten Film, den South Park-Film, der genial ist, der wirklich also die Legacy damals erfolgreich fortgesetzt oder fast schon begonnen hat. Und ich finde, das ist bei SpongeBob nicht anders, beziehungsweise sehe ich jetzt nicht unbedingt einen Grund dafür, warum das bei SpongeBob anders sein müsste. Das Argument, dass SpongeBob hauptsächlich funktioniert, weil es ein auf ein sehr junges Publikum zugeschnittenes Material ist, das nicht länger als wenige Minuten laufen kann, warum auch immer. Also finde ich nicht überzeugend. Also diesen Punkt sehe ich nicht. Ich finde, das liegt eher, könnte ich mir vorstellen, daran, dass, ich weiß gar nicht, genau, Tim Hill hat es gesch nee, geschrieben. Ja, hat auch Tim Hill und andere. Ja, Aber und das dann war sogar Steven Hillenburg, nee, war nicht beteiligt, oder? Jimmy Burke ist während der Produktion verstorben, aber er war nicht beteiligt am Drehbuch. Laut den Informationen, die ich habe. Genau, dass das vielleicht ein bisschen der Grund ist. Ich meine es jetzt nicht böse, aber es wirkt halt ein bisschen uninspiriert, beziehungsweise hat da irgendwas gefehlt. Also der Drive, das, was kommuniziert werden sollte in den ursprünglichen SpongeBob-Folgen, oder sagen wir es anders, in den ersten paar Staffeln, also wie ich ja vorhin erwähnt habe, ab Staffel 4, da gab es ja ein ähnliches Phänomen zu beobachten, ist dann verloren gegangen. Das heißt, der ursprüngliche Sinn, was man bezwecken wollte, das, was man kommunizieren wollte, wie man es rüberbringen wollte, hat sich nicht aufgrund der unmittelbaren Zeit, also aufgrund der Spieldauer, sondern auf der mittelbaren Zeit einfach totgelaufen. Das heißt, irgendwann wiederholt man sich dann. Aber das hat nichts mit dem direkten Format zu tun, also ob das eine 20-minütige Episode oder ein 90-minütiger Spielfilm ist. So würde ich das eher sehen. Ja, aber ich meine, ich muss sagen, zum einen mal, Steven Hillenburg hat auch den folgenden SpongeBob-Film mitgeschrieben, also zumindest als Story Advisor oder bei der Story halt wirklich geschrieben. Und der war auch so Scattershot in der Hinsicht, dass oder man es halt anders, episodisch halt einfach. Also für mich fühlen sich alle drei SpongeBob-Filme, selbst der erste, den ich ja sehr schätze, sehr von der Struktur her so an, dass sie irgendwie von einer Episode zur nächsten gehen. Dass hier kaum eine Throughline ist und tatsächlich hat eben der Erste am besten das geschafft, irgendwie diesen Spagat zu machen, dass trotzdem diese Episoden als ein größeres Ganzes wirken. Beim zweiten Teil ist es sogar katastrophaler als beim dritten Teil. Das heißt, diese personelle Kontinuität will ich gar nicht hier so in den Vordergrund stellen. Und das ist das eine, das andere, was ich noch hier eigentlich sagen wollte, wegen
Ich wollte es gar nicht so demeanen sozusagen, dass Kinder oder junges Publikum nicht diese Aufmerksamkeitsspanne hat, obwohl es tatsächlich ein bisschen auch das der Fall einfach ist, muss man einfach sagen. Dass, man zeigt ein Kind einfach nicht Schwa, wenn es nicht so ein Kind ist. Das ist der einzige Grund, ja, okay, wegen der Länge. Aber es, also ich wollte gerade sagen, das ist halt vielleicht noch andere Gründe. Aber okay. Interessanterweise, ich lasse dich ausreden, aber ich finde damit sprichst du. Lass mich wirklich? Ich lasse dich wirklich ausreden. Aber ich finde, damit sprichst du einen interessanten Aspekt an. Also ich glaube, dass du jetzt Schwa damit reinbringst, ja, also werde ich gleich dran anknüpfen. Nicht direkt an Schwa, aber ich finde, ja, das ist eine gute Überleitung. Aber ja, sorry. Okay, dann unterbreche ich die Unbeleitung noch mal ganz kurz. Aber ich glaube eben, dass SpongeBob ist auch ein Grund für seine Popularität in einem wesentlich größeren Bereich als nur bei Kindern. Also eins hat man schon gesagt, dass eben diese Queerness reinkommt und dass irgendwie hier ähnlich wie andere relativ queere Serien das von einer queeren Community oder halt einer smart, also ich, ja, das ist immer so elitär, sorry, von einer Community wertgeschätzt wird, die nicht das ursprüngliche Zielpublikum zu sein schien. Ja. Das haben wir auch bei Adventure Times, haben wir auch bei vielen anderen Serien, die eigentlich auf ein kindliches Publikum ausgeschnitten sind, aber dann von vor allem von queeren Community, aber auch anderen Communities, siehe auch zum Beispiel Friendship, My Little Pony, Friendship is Magic, haben wir das genauso in einem anderen Kontext zum Beispiel. Das ist ja schon so, dass, ja, dass diese Serien sehr smart geschrieben sind und dadurch haben sie auch eine wesentlich breitere Publikum und das ist natürlich auch in dieser, hier in dem Kontext wegen dieser Männlichkeit, dieser spezifischen Art von Männlichkeit, die hier verkörpert wird. Aber das haben wir auch, glaube ich, in der Hinsicht, wie strukturell SpongeBob in den Serien extrem spannend ist eigentlich. Weil das ist ja fast schon anarchistisch in seiner Struktur oftmals, aber auf jeden Fall dadaistisch. Wir haben Folgen, wo tatsächlich ein Haufen passiert und es wird immer abstrus und absurder, also im besten Art und Weise, wie auch surrealistische Kurzfilme funktionieren. Und dann wird noch eins draufgesetzt. Also ich denke mal nur zum Beispiel SpongeBob unter Deus, die versuchen in der Wildnis zu überleben und am Schluss findet SpongeBob einfach einen Stein und kann endlich mit dem Felsen, also ich weiß nicht mehr, wie genau gesagt worden ist, was genau die Terminologie war, kann mit dem Felsen endlich nach Hause fahren. Gott sei Dank haben sie den Felsen gefunden, um die Pizza endlich abzuliefern. Also das heißt, es ist tatsächlich, finde ich, sehr... Pizza natürlich nicht, der Burger, glaube ich. Also ich glaub, oder haben sie, es war eine Pizza. Nicht Pizza, es war eine Pizza geliefert, ja. Weil halt, ja stimmt, weil Mr. Krabs den versehentlichen Anruf genommen hat, um Geld zu verdienen. Klar, ziemlich klasse. Also heißt, ja. Das heißt, irgendwie, das ist halt für mich auch so ein bisschen die Frage. Selbst wenn man es jetzt nicht nur auf diese, ich finde, ein Teil davon, warum es bei Kindern ankommt, als auch bei Erwachsenen, ist tatsächlich dieses Dadaistische, dieses Absurde im besten Sinne des Wortes und das klappt meines Erachtens besser in kürzeren Portionen, es klappt besser in einer 20-minütigen Folge und selbst, wie gesagt, selbst so ein guter Film wie SpongeBob The Movie, der erste Teil, der ich glaube unter 90 Minuten ist, wiederum, ich weiß, das ist jetzt nicht so eine große Diskrepanz, wie ich davor gedacht habe, aber trotzdem, ein Film, der unter 90 Minuten ist, einfach ein bisschen was anderes als ein Film, der mehr hat. Ah ja, und jetzt fällt mir ein, warum der neue 95 Minuten hat, 91, wie du es vorher gesagt 91. hast. Er hat 91 laut IMDb, aber hat 95 auf Netflix, weil beim Netflix doch die ganzen Credits danach kommen von den ganzen Synchronisationen, weil ich habe mich gewundert gestern beim Schauen oder vorgestern beim Schauen, dass ich dann noch 5 Minuten Credits habe für Synchronisationen der verschiedensten Ländern. Das heißt, das ist der Grund, warum er länger ist, warum du auch diese 96 im Kopf hattest. Kurzes Einschwenken, schaust du die Credits noch? Also schaust du die Synchronisationstitel dann auch immer? Lustigerweise da, ich habe ja eher so ein Gefühl, dass ich Credits schaue, weil es halt irgendwie für mich auch wichtig ist, irgendwie so eine Zeremonie, man geht halt aus dem Film raus, aber tatsächlich, da ich die Synchro nicht geschaut habe, und zwar keine der Synchro, sondern nur die Original-Synchro, also Synchro, haha, aber die Originalstimme, Originalformat, nein. Ja, geht mir ähnlich. Also ich schaue auch immer den ganzen Abspann mit, aber das gehört für mich dann nicht mehr zum Originalwerk, also weil das ja nachträglich von anderen Leuten als denen, die ursprünglich für den Film verantwortlich sind, sage ich mal, oder den ursprünglich produziert haben, hinzugefügt wird. Deswegen, okay, aber interessant, ja, ja. Sorry. Ja, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, wenn ihr mit uns über solche nerdige Themen diskutieren wollt, könnt ihr es jederzeit tun. Wie ihr uns kontaktieren könnt, werdet ihr später erfahren von Zepster heute. Ja, so, genug der Abschweifungen. Wo waren wir stehen geblieben? Ach so, ja, genau, stimmt. Ja, du sagst natürlich viel Wahres und ich stimme dem, glaube ich, größtenteils zu. Ich sehe da aber keinen... Okay, perfekt. Okay, das war's, ja. Okay. Nee, ich sehe da aber keinen Widerspruch. Du hast recht,
Vielleicht, dass das sogar nur episodisch am besten funktioniert. Ich finde es aber nicht problematisch, einen 90-minütigen Film zu haben, der sehr episodisch funktioniert. Also der relativ offenkundig, meinetwegen Episode an Episode einander reiht. Das finde ich nicht per se schlimm. Ich finde, das kann ganz gut funktionieren, wenn die Episoden jeweils für sich genommen oder auch nicht nur für sich genommen, wenn die interessant genug sind. Und ja, bei SpongeBob ist ein Element, das dem ganzen Interesse verleiht oder es interessant macht, eben diese Skurrilität, ja, wie soll ich sagen? Du hast ja gesagt, diese dadaistisch anmutende, kindlich, vielleicht auch ein bisschen anmutender Expressionismus kann man es fast schon nennen. Na, keine Ahnung, aber du weißt, was ich meine. Weil Ich das glaube, ich einfach. wieder Expressionismus reingekommen ist, aber sonst verstehe ich, was du meinst. Ja, weil doch bestimmte. Ja, gute Frage. Und das ist mir natürlich so in den Mund geflogen direkt. Aber nee, ich finde, weil bestimmte maßgebliche Emotionen oder Charakterzustände oder was auch immer dadurch sehr sinnbildlich transportiert werden. Das heißt, wenn SpongeBob hier diesen besagten Stein findet und den dann für etwas verwenden kann, was so eigentlich erstmal nicht Sinn macht, dann kommuniziert das viel darüber, was in ihm vorgeht, wie er tickt, wie er sich fühlt und welche Assoziationen er vielleicht hat. Also damit wird schon ja einiges zum Ausdruck gebracht. Deswegen Expressionismus. Was genau das ist, weiß nicht. Aber ich finde die Okay. Funktionsweise, also es ist nicht ganz willkürlich gewählt, dieses Wort meinerseits. So. Ja, ich denke auch immer an Edward Munk, wenn ich an SpongeBob sehe. Ey, Muss ich gestehen. wäre gar nicht so weit hergeholt. ja, egal. Ja, wäre tatsächlich egal. Okay. Sowas will. Also genau, episodische Natur oder Struktur. Also das Problem ist, glaube ich, dass eben diese erfrischende Elemente, diese surrealen, wunderbaren, expressionistischen oder nicht expressionistischen Elemente fehlen oder eben lange nicht so kreativ, überzeugend und frisch in diesem Film herkommen, wie sie es in anderen Filmen taten oder befolgen taten, meiner Meinung nach. Also für mich ist das Problem immer noch nicht strukturell, sondern ja, ich bleib dabei. Ich glaube, das Problem ist, dass hier versucht wird, einerseits ein erfolgreiches Rezept herzunehmen und das einfach nochmal aufzuwärmen, eben in der Mikrowelle. Aber wenn du etwas ein zweites Mal am nächsten Tag in der Mikrowelle aufwärmst, schmeckt es meist nicht ganz so gut, wie wenn es frisch aus dem Ofen oder aus der Pfanne kommt. Also es ist schon noch erkennbar, was es ursprünglich war. Und man kann sich vielleicht vorstellen, wie es schmecken sollte, wie es einen Tag vorher geschmeckt hat. Aber es schmeckt nicht gleich. Es ist nicht das Gleiche. Man merkt den Unterschied. Ja, so, jetzt habe ich auch schöne Allegorien gebracht. Sorry, du darfst gleich wieder ein weiterer kleiner Na, Punkt, bitte. der da mit hineinspielt und der dazu beiträgt, meiner Meinung nach, ist dann auch, dass SpongeBob hier einen sehr weiten Spagat schlagen muss. SpongeBob ist sich bewusst, dass es eigentlich immer auch primär für ein kindliches Zielpublikum konsumierbar sein muss und deswegen gelten natürlich bestimmte. Ja, ich weiß nicht, ob Konvention das richtige Wort ist, aber zumindest bestimmte Grenzen, oder bestimmte Sachen, die nicht gemacht werden dürfen, bestimmte Sachen, die gehen, ja. Und das muss immer im Hinterkopf gehalten werden. Ich glaube, das wirkt schon auch ein bisschen einengend und sei es allein nur auf den Schreibprozess, dass man sich dann da vielleicht nicht ganz verwirklichen kann, weil man es immer so, ja, als Punkt im Hinterkopf hat, den man beachten muss. Und es wird teilweise versucht, das zu durch Brechen, beziehungsweise interessante Anspielungen wie die Anspielung von Sandy auf oder die ganze Sideline, ich weiß nicht, ob es eine Sideplotline ist mit dem Auto, dem Roboter, auf die Singularität oder auf das popkulturell allgegenwärtige oder die allgegenwärtige Befürchtung oder die Notion, das ist das deutsche Wort für Notion, dass irgendwann Roboter ja, alles übernehmen werden und uns angreifen und umbringen werden. Ist ja eigentlich kein kindliches Thema, aber das wird angesprochen und da untergebracht. Also es werden schon immer so Sachen angesprochen, das ist ganz nett, aber es funktioniert irgendwie nicht ganz so gut. Also da
Ja, ich weiß nicht. Also, ja, so. Wie immer, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, ihr seid es nicht anders gewohnt, dass mein sehr unstrukturierter Gedankenerguss, den ich dir mal so dahinwerfe, selbst da und dich auffordere, was sagst du dazu? Fühlt sich an wie ein SpongeBob-Film. Warum nicht Oh Gott. 20-minütige Folgen? Warum auch einstündige Folgen? Das verstehe ich einfach nicht. Also, Le Garçon Sauvage, Kinokart. das war wann anders. Naja, aber ich muss auch sagen, dass dieser Spagat ja immer schon vorhanden war. Muss man auch einfach dazu sagen. Das Spagat war einfach konstant da und auch schon in anderen Filmen Stimmt. und in der Serie. Und da ist immer die Frage, warum ist es halt in gewissen Punkten funktioniert, in anderen Punkten oder in anderen Momenten nicht funktioniert. Und wir können auch sagen, dass der Spagat teilweise einengend ist, das stimmt zwar, aber er sich auch viel rausnimmt, der Film. Also man denkt an die ganzen metatextuellen Anspielungen. Wir haben The Window of Meanwhile, was ein sehr smarter und lustiger Moment war tatsächlich, finde ich auch wiederum, wo Keanu Reeves ihnen die Möglichkeit gegeben haben, woanders hinzuschauen. Und in demselben Ritt, demselben Roadtrip, haben sie auch überlegt, ob das nun ein Buddy-Cop oder ein Buddy-Movie ist, besser gesagt, ein Buddy-Movie ist oder doch ein Hero's Journey. Film ist und die Ja, das Heldenreise stimmt, auf das sich stimmt. bezieht. Das sind schon sehr smarte oder ob es smart ist oder nicht, aber es sind einfach Anspielungen auf die Natur von narrativem Kino, die eindeutig nur für ein erwachsenes Publikum gedacht sind Das und stimmt. gerade Kinder, die eben präpubertär sind, nicht verstehen werden. Das stimmt, ja. Sie überhaupt nicht werden. Ich meine, und das heißt, ich finde nicht, dass unbedingt dieses Einengende hier so reinfällt, weil wir auch ganz viele andere Filme haben, die auch so funktionieren. Aber natürlich ist es ein Spagat, der konstant vorhanden ist. Da gebe ich dir auf jeden Fall recht, dass diese Altersstrukturen hier bedacht werden müssen, die tatsächlich in einem Marvel-Film oftmals nicht der Fall sein wäre. Oder auch dauert, ach egal, weil bei anderen Filmen nicht so stark der Fall ist. Das wollte ich sagen eigentlich. Also, das heißt, gerade bei Kinder- und Familienfilmen ist einfach der Spagat oft passiert. Und da haben wir halt auch diese berühmten Beispiele, wo dann irgendwelche Zeilen reingeschmuggelt werden in einen Kinderfilm, die eindeutig ein sexuelles Innuendo haben, die aber nur die Erwachsenen unter den Kindern verstehen. Ja, stimmt. Das heißt, du würdest also sagen, okay, dieser Spagat ist auf jeden Fall vorhanden. Und eigentlich macht den der aktuelle Film ohnehin sehr gut. Aber trotzdem ist das Gesamtergebnis ein bisschen unrund. Und du würdest jetzt sagen, Ja. das liegt an der episodischen Struktur oder an der Struktur des Films Es hauptsächlich. ist schwierig zu sagen, was es genau ist. Und wahrscheinlich hast du auch recht, dass da viele Elemente reinkommen, wie auch die Personalnatur, ob jemand, wer da mitgewirkt hat und so. Aber ich kann auch sagen, dass ich genau ähnliche Gefühle habe für SpongeBob Out of Water, den Folgenteil, den ich auch eher mittelgut gefunden habe oder ganz nett gefunden habe. Nämlich, dass sind beides Filme, die teilweise großartige Momente drin haben, aber teilweise auch so uninteressante, uninspirierte Aufwärmen, wie du es genannt hast, von alten Gags oder noch schlimmer, einfach zynische Moves, die einfach nur den Kindern ein neues Produkt verkaufen sollen. Das ist hier etwa Camp Coral, die neue Spin-off-Serie, die beworben wird in einem 20-minütigen Aside, was sehr absurd ist. Sorry, das ist so pervers, finde ich einfach. Das ist echt eine eigenartige, zynische Moment, den ich nicht gemocht habe. Aber was ist daran zynisch? Also ich glaube tatsächlich, dass ich es ähnlich sehe. Ich könnte es aber nicht genau benennen, beziehungsweise den Finger drauflegen. Also wieso ist das zynisch und nicht völlig legitim? Was ist daran nicht okay? Zum einen bricht das gänzlich mit der bisherigen SpongeBob-Mythologie, muss ich sagen. Teilweise Headcanon, teilweise Canon. Ich muss gestehen, bei manchen Figuren habe ich einfach etwas anderes erwartet, wie sie sich kennengelernt haben. Also für mich ist es klar, dass Squidward ungefähr 10 Jahre älter ist als SpongeBob und Patrick. Für mich war es so, dass SpongeBob und Patrick hingezogen sind dorthin oder zusammen oder nicht zusammen und dort Squidward kennengelernt haben, der einfach ein 30-Jähriger ist und sie beide sind 20-Jährige, die gerade in die Arbeitswelt eintauchen. Und das bricht einfach hier ein bisschen, aber das muss nicht sein. Aber Sandy etwa ist tatsächlich im Kanon einfach anders eingeführt worden und zwar lustiger. Und das andere, was wie ich daran zynisch ist, für mich, also das eine ist einfach nur keinen, ja, who cares about keinen, macht was ihr wollt, soll mir schon recht sein. Aber das zynisch ist einfach die Art und Weise, dass wir hier einen Move haben, der ganz
effektiv dafür gedacht ist, die wahrscheinlich auch teuren A, die teuren Cast, der tatsächlich exzellent ist, ein bisschen weniger zu benutzen. Man braucht nicht diese Stimmen, man kann eben hier neue Stimmen einführen. Zweitens, das ist doch was ganz Typisches, dass man Kinder, sozusagen Kleinkinder nimmt im Design, die einfach ausschauen wie einfach das Babyschema schlechthin und diese in ihrer Kindheit nun nochmal in diesem neuen Setting darlegen. Also ich finde die Serie an sich schon ein bisschen eigenartig. Und das Dritte ist, und das ist eigentlich der Punkt, warum ich es zynisch finde im Kontext dieses Filmes, dass es nicht notwendig war. Diese drei Rückblenden, die gezeigt worden sind, hätte man ganz anders auch auflösen können. Man hätte nicht dorthin schauen müssen in diese Rückblenden. Sogar vier Rückblenden sind das. Weiter vorne ist noch eine, wo er Gary kennenlernt. Genau, ganz vergessen. Aber dieser Moment, die 20 Minuten ungefähr, wo er eben beginnt, als Kinder, die verschiedenen Kinder, sich die verschiedenen Kinder kennenlernen, ist für mich ein Griff dorthin, wo dann gesagt wird: Oh mein Gott, das wäre so süß. Und das will ich wieder sehen, was tatsächlich auch passiert. Das heißt, es ist einfach nur eine Werbung für diesen Serie und das ist das Zynische, weil es einfach nicht in den Fluss des Filmes passt und der ganze Film bleibt stehen auf einmal. Und der Witz dabei ist meines Erachtens nun, auch wenn wir zurückkommen zu dem Thema der Zuschauerinnen und Zuschauer, ich glaube, es hat geklappt. Ich habe einzelne Kritiken gelesen, die von Kindern geschrieben worden sind, also wo eben FilmkritikerInnen ihre Kinder mitgenommen haben, dann Kinder dann die Kritik, ihre Passagen geschrieben dazu. Und da stand echt dabei, zumindest bei ein, zwei, ja, das Beste, was ich gesehen habe, war diese Szene. Das war, wie sie alle Kinder waren. Das war total lustig. Und das ist das Interessanteste an diesem zynischen Move meines Erachtens. Okay. Ich muss ehrlich sagen, ich wusste das gar nicht. Ich wusste nicht, dass das hier eine Art Werbung für diese neue Spin-off-Serie sein sollte. Und ich hatte das eher so interpretiert, ja, als Witz oder als etwas, das sich einreiht in diesen Film, als Element, das ja ein bisschen diese typischen Narrative entlarvt. Also das haben wir ja ganz oft. Du hast ja zum Beispiel auch schon das direkte Ansprechen von solchen Narrativen erwähnt. Und es gibt ja ganz viele Elemente in diesem Film. Ich habe ja zu Beginn zum Beispiel die Collage erwähnt, wo zusammengeschnitten wird, wie SpongeBob und Gary einen ganzen Tag miteinander, nee, es ist einen Morgen miteinander verbringen und da typische Sachen machen wie, weiß nicht, Rollerskating und Bowling und was auch immer die ja gemacht haben. Also das alles sind ja Anspielungen auf typische Narrative, die wir aus typischen Filmen schon zuhauf kennen und deswegen auch wieder erkennen. Und jetzt könnte man auch sagen, die damit vielleicht sogar ein bisschen kritisiert werden. Ich weiß es nicht, so weit würde ich nicht wollen zu gehen. Aber ich hätte das so interpretiert, dass es so ein Witz ist. Ja klar, natürlich haben die sich alle in diesem Camp kennengelernt. Und es ist ja eigentlich offensichtlich, dass Squidward viel älter ist als die beiden. Aber obwohl das so offensichtlich ist, ja, wir erzählen, dass ich auch in dem Camp drin war. Also einfach ein bewusstes Scheißen, sage ich mal, piep, auf die Regeln und einfach das so auftischen, weil es halt so ein typisches Muster ist, das man aus vielen verschiedenen Filmen kennt und weil es so absurd ist, es einem eigentlich ein Schmunzeln auf die Lippen zaubern soll. Und dann könnte man sogar noch ein bisschen weitergehen und es so interpretieren als einen kritischen Kommentar auf. Wie soll ich es nennen? Auch hier knüpfe ich jetzt an die vorherige Folge unseres Podcasts an, auf Gerichtsnarrative oder wie Gerichtsplädoyers auch funktionieren. Dass es hier wichtig ist, emotional ergreifend zu sein und da zu allen Mitteln, die es in der rhetorischen und imaginativen Trickkiste gibt, zu greifen und die Wahrheit da ein bisschen auf der Strecke bleiben kann, weil die ist ja nicht wirklich wichtig, sondern das emotionale Ansprechen. Das ist das, was wichtig ist. Und das gilt eben auch für Filme, die wir kennen. Und so wird dann ein bisschen der Kreis geschlossen und hier so ein kleiner, wie du auch gesagt hast, metatextueller Kommentar zum Besten geben. So hätte ich das interpretiert. Das heißt, in meiner Interpretation, die ich jetzt hier gerade zum Besten gegeben habe, merke ich gerade, also ist das Ganze ein bisschen subversiver als in deiner Lesart. Und ich bin mir nicht sicher, was jetzt wahrer ist. Vom Gefühl her tendiere ich fast dazu, naja, vielleicht ist doch einfach das Plumpe, das offensichtliche Zynische, das du angesprochen hast, das Wahre.
Aber ich würde mir vielleicht wünschen, dass es anders ist. Ich weiß es nicht, Also aber man kann ja. natürlich grundlegend sagen, natürlich, es gibt die Option, dass beides möglich ist. Dass wir hier eine Stimmt. Art von Vorgabe des Studios hatten, von Nickelodeon hatten, hey, ihr müsst unbedingt diese Serie bewerben. Es muss nun hier ein Spin-off geben. Wir wollen das haben. Wir wollen irgendwie ein neues Produkt herausgeben können. Und dazu brauchen wir einfach einen catchy Moment, wo wir es bewerben können. Und das können wir mit dem Film machen, etwa. Und Sorry, gleichzeitig ganz kurze können. Frage. Wieso ist das eigentlich ein Spin-off? Oder ist es ein Prequel? Oder weiß man dazu Näheres? Also ist es wirklich, spielt das in der Soweit Vergangenheit? ich weiß, ist eine 13-folgige Prequel-Serie, zumindest 13 Folgen mal gedingst worden, bestellt worden. Und soweit ich auch es weiß, bin es ein relativ ähnlichen Stil wie dieser Film. Das heißt, es ist fast schon so auch so dieses Ausprobieren des CGIs. Wie geht es denn? Können wir SpongeBob gänzlich in CGI gestalten und können wir Ah, okay. das auch verkaufen? Nehmen es die Leute ab, das CGI. Und das Interessante hier, und darum meine ich auch, dass es ein zynischer Move ist, halt auch, die Serie wurde mehrmals verschoben entlang der Verschieben des Publikationsdatums, des Veröffentlichungsdatums von eben diesem Filmes. Okay. Das heißt, es wurde Ja, schon ist. stark miteinander eben zusammengebracht. Aber natürlich kann auch hier dieses vom Studium Mandate gewesen sein und gleichzeitig haben sich die Creator gesagt, hey, wir machen uns daraus einen Spaß und tun jetzt das Dekonstruieren und ein absurder Moment daraus machen. Aber das kann sein. Aber jetzt direkte Frage an dich zurück. Hast du Oh. es lustig gefunden? Hast du diesen Moment irgendwie interessant gefunden, wie du es geschaut hast? Hast du hier wirklich gemerkt, dass irgendwie in Hinsicht als dekonstruiert wird? Oder waren diese Momente nur für Face Value da? Entweder als zynischer Werbung, zynischer Schritt, um eine Werbung zu machen, oder wie du es sagst, als eine relativ plumpe Art, die zumindest meines Erachtens nach extrem den Spielfluss unterbrochen haben, weil tatsächlich diese Kinder oder diese Witze, die darauf aufgebaut haben, auf einmal den Spagat nicht mehr hinbekommen haben. Das finde ich ja noch auch lustig im Zusammenhang mit unserer Diskussion, nämlich, weil meines Erachtens, bis auf vielleicht einen kurzen Moment in diesem Rückblenden, habe ich eigentlich kaum das als humorvoll gefunden. Also ich glaube, das war mit And More, das was alles hier gibt im Camp. Es gibt sogar More, also es gibt sogar mehr und einfach nur ein Schild mit Ja, mehr. stimmt. Oder das Whale Watching. Es ist vielleicht sonst ein, zwei Momente, aber es waren nicht die Interaktionen zwischen den Figuren, die ich lustig gefunden habe und zwischen diesen neuen SprecherInnen, die hier eingeführt worden sind, die eben nicht mehr die Originalsprecher sind. Das heißt, für meinen Teil hat dieser Spagat sich aufgelöst, was interessant ist, weil offensichtlich ist das ist, was tatsächlich zumindest zum Teil junges Publikum geschätzt hat, was ich auch interessant finde. Ja, Also die Frage wie ich war, wie es dir das. gefällt. Ja. Ja, ich habe es zur Kenntnis genommen. Ich hatte ein bisschen Gedanken, die in die Richtung gingen von dem, was ich gerade ausgeführt habe. War jetzt aber nicht hingerissen davon. Dachte, wow. Dachte mir jetzt aber auch nicht, wow, wie lang war ich schon? Dachte, ja, okay, passt. Ich erinnere mich jetzt, wo du es erwähnt hast, ich fand das mit dem Whale-Watching sehr lustig. Das fand ich eine nette Anspielung oder einen netten Pun oder wie auch immer man es nennen will. Den Rest, ja, ich weiß nicht. Also relativ neutral. Ich finde halt, das ist ein Witz, der mich schon ein bisschen dazu verleitet hat, meine Mundwinkel ein kleines bisschen nach oben zu verziehen, aber vielmehr auch nicht. Ich würde jetzt aber nicht sagen und bin da auf die Ausführung deinerseits gleich gespannt, dass das jetzt irgendwie negativ herausfällt oder dass dieser Teil schlechter funktioniert als andere Teile des Filmes. So wäre mir es nicht aufgefallen. Gut, ich wusste natürlich auch nicht, wie gesagt, dass das jetzt eine Spin-off-Serie ist. Aber ich fand es jetzt nicht besser oder nicht schlechter als, keine Ahnung, Sequenzen in der Krusty Krab oder Beginnsequenzen oder was auch immer. Ich weiß nicht, relativ neutral stehe ich dem tatsächlich gegenüber. Also kann dazu gar nicht so viel sagen. Und so. Okay. Also ich muss sagen, für mich war es natürlich, also der Unterschied war einfach genau der, dass ich in allen anderen Sequenzen zumindest ab und zu über die Figuren und deren Interaktion gelacht habe, in diesem Moment nicht. Da waren die Hauptschauplätze
Schmunzler kamen von den Nebengags wie etwa Moore und Whale Watching. Und aber sonst, also ich fand die Interaktion zwischen Sandy und SpongeBob nicht so interessant, SpongeBob und Gary, SpongeBob und Patrick Star, auch das, auch allein die Sache. Ich weiß, ich klinge wie ein alter Mann und das ist so eine Nostalgie, aber Squidward, für mich, bist du's? Ja. Aber genau die Sache, dass zum Beispiel Patrick Star eine hohe Stimme hat, das ist ja irgendwie auch, das ist halt so bezeichnend für Patrick Star, diese tiefe, brummige Stimme, das ist etwas sehr Charmantes eigentlich auch. Und das passt halt natürlich bei einem Kind nicht, aber sie haben halt eine ganz andere Richtung gewählt und ich fand den Witz, den sie da zum Beispiel SpongeBob und Patrick durchgespielt haben, auch nicht besonders interessant. Welcher Witz war es denn? Ich weiß gar nicht. Das mit dem Now you've got a friend. Where? Ach so. Und das sind einfach so Sachen. Nee, den fand ich schon okay. Ja, okay. Na gut. Aber wie gesagt, also ich habe da gelacht, aber auch das ist ein Witz. Ich weiß nicht, ob es wirklich zutreffend ist, aber da dachte ich mir, okay, komm, habe ich ja schon tausendmal gesehen. Also ja, also ich fand es milder amüsant. Ich muss aber sagen, was ich an dieser Sequenz oder parallel zu diesen Sequenzen eigentlich sehr gut und ja, fesselnd ist ein starkes Wort, aber gut umgesetzt fand, waren die Dialoge und die Sequenzen tatsächlich, ja, wie soll ich sagen, vor Gericht oder eben im Casino, also die Gerichtssaalsequenzen. Das fand ich spannend, da hat mich tatsächlich dann schon interessiert, okay, was sagen die jetzt und was kommt jetzt, also wie das aufgebaut war, das fand ich tatsächlich recht ansprechend, interessanterweise. Weil ich glaube, da haben sie schon den typischen Gerichtsszenen-Flair eines solchen typischen Films, zu dem, ja, ich schlage die Brücke abermals, auch der von uns neulich besprochene Film, The Trial of the Chicago 7, hört euch den Podcast an oder schaut euch den Film an, wenn euch das interessiert, aber zu denen auch der dazugehört. Ich fand, das haben sie gut gemacht und interessant umgesetzt. Also auch als, ich fand zum Beispiel lustig, als Patrick dann angefangen hat zu sprechen und dann erst SpongeBob beschuldigt hat und dann dachte ich mir, okay, was kommt jetzt, wie leite ich jetzt über, und ich fand das geschickt und smart gemacht. Und das hat sehr viel von meiner Aufmerksamkeit beansprucht, sag ich mal, dass ich den Rest, also die Camp-Sequenzen, als kleines zusätzliches Bonmot, das eigentlich eh nicht so wichtig ist, empfunden habe. Aber ich finde, ja, sie waren länger als nur ein kleines Moment einfach. Ich finde zum Beispiel, das mit Thaddeus hat relativ lang gedauert, zum Beispiel. Das heißt, ich finde, es war schon, es war für ein kleines Aside zu viel und zu oft benutzt, als dass es zufällig ist, dass es einfach nur ein Witz für nebenbei ist. Mhm. Wenn es nur das gewesen wäre, dass am Anfang Gary und SpongeBob sich kennengelernt hätten in dieser einführenden Szene, ich weiß nicht, wann genau es vorgekommen ist, aber es war relativ am Anfang des Filmes, dann wäre es für mich etwas anderes gewesen, als wenn man wirklich neben diesem einen Moment noch drei weitere mehrminütige Sequenzen hatte, die tatsächlich auch nicht unbedingt reingepasst hätten. Weil, wie du sagst, dieser Witz mit Patrick hat ja auch funktioniert, ohne dass diese Rückblende kommt. Man hätte einfach den Witz mit Patrick machen können. Man hätte einfach diese Verteidigung machen können. Ja. Und das ist halt der Unterschied. Ja, ich habe das, also wie gesagt, nochmal, ohne Wissen. Oder ganz kurz, okay, sorry. Vielleicht ist auch fächern in der Hinsicht, dass, okay, man redet darüber, über diese Freundschaft mit SpongeBob, aber man macht es über die gesamte Lebensdauer ihrer Freundschaft hinaus. Das heißt, wir haben mit Sandy einen Moment, wo sie sich gerade kennengelernt hat, wie Sandy nach Bikinibottom kommt, wie sie beide, ich natürlich in der sinnbildlich junge Erwachsene sind. Wir haben mit, meinetwegen, mit Patrick eine Szene in ihrer Kindheit. Wir haben was mit Thaddeus, wo sie in ihrer Jugendzeit waren. Es ist egal. Ich meine nur, diese Idee, das ist eben der Unterschied zwischen, das ist bewusst eingesetzt, um diesen einen Moment, nämlich alles, was in diesem Camp Coral passiert, irgendwie ins Vordergrund zu setzen und auch zu promoten. Und eins, wo wir einfach einen Witz haben, der gänzlich verschiedene Momente im Leben dieser Figuren zeigt. Ja, so, und jetzt, also was ich mir vorstellen könnte, wie das da abgelaufen sein könnte, natürlich habe ich keine Ahnung, wie es wirklich abgelaufen ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass es ursprünglich so war, in der ursprünglichen Version des Drehbuchs stand es eventuell so drin, wie du es gerade geschildert hast, dass man sich einfach verschiedene Sequenzen aus dem Leben unserer Protagonisten, Protagonistinnen anschaut oder aus dem Leben von SpongeBob, wie die verschiedenen Leute kennenlernt. Und dann halt irgend, wie die Executives, die Studienbosse gesagt haben, okay, das ist gut, aber wir
wollen jetzt hier diese Serie noch bewerben. Macht das doch so, dass ihr all diese Rückblicke in diesem einen Camp stattfinden lasst, das dann eben auch diese Serie ist und dann haben wir einen perfekten Übergang. Also dass es irgendwie so entstanden ist, dass es halt ein bisschen auch ein Kompromiss ist. Weil du hast recht, das wäre alles auch anders funktioniert. Das hätte alles auch anders funktioniert ohne dieses Camp. Ich erinnere mich zurück, also ich habe das Camp dann als so eine Art abermals milde, amüsanten Running Gag empfunden. Also für mich hat es so wie so ein Running Gag gewirkt, der sich jetzt nicht durch den ganzen Film, aber durch diese eine Sequenz oder durch diese mehreren Sequenzen dann durchzieht. Ja. Punkt. Dann ist SpongeBob Sponge on the Run einfach ein Film der Kompromisse und des Spagats. Also ich finde durchaus, dass wir es auch aufgemacht haben aus verschiedenen Perspektiven und auch irgendwie auch ein bisschen das Alter auch immer wieder reingebracht haben, auch wenn das jetzt weniger war, als wir eigentlich ursprünglich geplant haben. Aber ich glaube schon, das war auch wichtig, um ein bisschen so zu schauen, warum uns im jetzigen Alter zum Beispiel diese Serie gefällt und was uns, oder dieser Film jetzt gerade im kriegen Kontext gefällt, und aber auch was sozusagen hier reinkommt, wer was schätzt und warum überhaupt es geschätzt wird, dieser Film. Also mit diesen metatextuellen Kommentaren oder mit den dadaistischen, expressionistischen, wie du es genannt hast, Szenen in oder Strukturen, die eben die Serie vorlegt und das doch ganz anders umgesetzt wird in dem neuen Film irgendwie oder zumindest meines Erachtens, oder dass das Filmformat hier nicht ganz so passend ist, aber das ist, ich weiß, dadurch jetzt wird den Abschluss ein bisschen zu sehr auf mich zurückführen, sorry. Aber ich glaube eben, dass es interessant ist, auf jeden Fall die Serie entlang dieses Spagats zu sehen und man müsste halt immer schauen, wie einzelne Elemente, einzelne Produkte des SpongeBob der SpongeBob-Franchise es schaffen oder eben nicht schaffen, diesen Spagat hinzubekommen. Und ich glaube, unser beider Meinung ist es in dem Fall weniger geschaffen, wobei die Frage interessant wäre, wie es eben ein jüngerer Zuschauer, eine jüngere Zuschauerin empfunden hätte. Und ich meine, teilweise haben wir die Antworten, dass selbst Sachen, die ich als zynisch sehe und du als, ja, ganz nett, von diesen tatsächlich als extrem lustig gefunden worden ist. Aber das müsste man, glaube ich, näher anschauen. Und ich glaube, wir hätten da, wo sind die Kinder in dieser Nerd-Gruppe? Vielleicht bald können wir es mit einem kleinen Kind machen. Das sagt, ich fand The Trial of the Chicago 7 ziemlich gut. Ja, ich war das gerade klein selbst da. Naja, selbst da nicht, aber Selbsterine. Selbsterine, genau. Ja, okay. Ja, okay. Gut. Ja, so, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, ihr denkt euch wahrscheinlich, worüber zur Hölle reden die? ja, egal. So, was ich wollte auch irgendwas Wunderbares sagen. Nee, bevor ich was Wunderbares sage, mein Hirn, ich bin nicht mehr der Jüngste. So, nee, ich wollte sagen, stimmt, okay, ich bin mittlerweile auch so weit anzuerkennen, dass expressionistisch nur bedingt geeignet ist, um das zu charakterisieren. Wie gesagt, ich hab mir schon was dabei gedacht, aber jo, tatsächlich so realistisch trifft es besser. Ich gestehe das ein und ich wollte sagen, jetzt die Frage, wie machen wir es denn, da heute der Gegenteiltag ist? Wer stellt denn vor, was wir nächste Folge machen? Du natürlich. Du, ich? Du. Mach du mal. Ich mach das, ich habe keine Ahnung. Das war eine rhetorische Frage. Was machen wir nächste Folge? Selbst der erzähl es uns. Ja, wir werden genauso wie dieses Mal auch wieder Richtung schauen zu Jugend und Kindheit, nur halt nicht mehr als Zuschauer und Rezipientinnen, sondern viel stärker als Thema des Films, wenn uns den, ich glaube, ersten Kurzfilm von Celine Sciamma, die vor kurzem Geburtstag hatte, alles Gute, Celine, anschauen werden. Nämlich Pauline, wo es um eine queere junge Figur geht, die auch hier wie im Zusammenhang mit ihrer queeren Identität an Isolation leidet und was es eigentlich, wie das aufgefächert wird. Das heißt, wir werden das mal uns erst anschauen müssen, wie wir genau den Film betrachten können. Aber da der Film zumindest bei mir unter den Top 10 des letzten Jahrzehntes war, habe ich Erwartungen. Aber war der war ja nicht in unserer Dekadenliste, oder? Nee, von Celine Sciamma, die Regisseurin. Der Portrait de la Chanson. Ach so, ich verstehe. Okay, gut.
Ja, das heißt, um hier mitreden zu können, muss man informiert sein. Eine letzte Sache noch. SpongeBob funktioniert auf vielen verschiedenen Ebenen. Der Spagat gelingt nicht immer. Der ist auch, glaube ich, vielen Leuten oder nicht jedem wirklich so bewusst. Ich hatte nämlich in meiner kleinen Online heutzutage, ja, muss online sein, Filmschau-Community vorgeschlagen, doch den SpongeBob-Film zu schauen. Und die meisten Leute haben gar nicht reagiert und die paar, die reagiert haben, meinten, so ein Witz, oder? Meist nicht ernst, ha, ha, ha. Weil da SpongeBob tatsächlich als reiner Kinderfilm kodiert ist oder nur so wahrgenommen wird oder nur so bekannt ist. Und ich glaube tatsächlich, dass also SpongeBob auf anderen Ebenen zu betrachten, dass es auch auf anderen Ebenen funktioniert, ist tatsächlich ein bisschen ein Insider-Tipp oder ein Insider- Wissen bis zu einem gewissen Grad. Und falls ihr, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, an dem geballten Insiderwissen, das wir so zu bieten haben, teilhaben wollt, dann könnt ihr es natürlich tun. Selbst da kannst du uns verraten, wie das denn am besten möglich ist. Natürlich. Sie können zum einen einfach mal uns um darum bitten, dass wir Ihnen Insiderwissen zukommen lassen, oder was wahrscheinlicher ist, dass Sie uns Insiderwissen zukommen lassen wollen, also uns selber, weil wir nicht so große Insider sind tatsächlich, indem Sie uns eine Flaschenpost schicken, die Sie über die 7 Meere transportieren lassen. Oder wenn es Ihnen das ein bisschen zu langsam ist, können Sie natürlich auch eine klassische Mail an kinoandthecouch@gmail.com schicken. Wie immer, man kann so viele Punkte setzen, wie es wollt. Also ich würde gerne Kino, dann 50 Punkte, dann den restlichen Text schreiben. Das sollte eigentlich hinhauen, laut Patrick Markey. Eine Alternative könnt ihr natürlich auch einfach den blauen Fisch fangen, ich meine den blauen Vogel fangen und uns bei @KinoOnTheCouch auf Twitter eine Nachricht zukommen lassen. Oder wenn ihr es lieber habt, wie schöne Piraten und so Seeräuber seid, dann könnt ihr auch natürlich zu Facebook gehen, weil wir wissen doch alle, wie das Mark Zuckerberg uns tagtäglich unsere Daten stiehlt. Dementsprechend ist er genauso ein Pirat wie alle anderen. Wenn ihr hingegen nicht mit uns kommunizieren wollt, sondern es nur in dieser parasozialen Beziehung, die wir haben hier zwischen euch und uns, nur unsere Stimmen hören wollt oder unsere nicht vorhandenen Gesichter sehen wollt, dann könnt ihr doch einfach auf YouTube schauen und dort einen unserer ehemaligen Folgen Episoden angucken oder einen unserer zukünftigen, wenn ihr schon in der Zukunft seid, im Jahre 2021 zum Beispiel. Oder ihr könnt natürlich auch mit einer eure Angelrute rauskramen und auswerfen lassen und mit einem RSS-Catcher den Podcast euch holen. Und wenn ihr das aber das zu leid seid, so die ganze Zeit unterwegs zu sein in maritimen Bereichen, könnt ihr natürlich auch einfach Podcast Garden einen angenehmen Spaziergang machen und dort uns anhören, wie wir über einen Kinder- oder auch Jugend- und Erwachsenenfilm wie SpongeBob Sponge on the Run reden. Habe ich was vergessen, Patrick? Hä? Was? Essen? Ich will essen! Essen! Yay! Und der Witz ist, es ist einfach Patricks Das war normale der andere. Stimme. Ja, das war gerade der andere Patrick, der den unser getreues Podcast-Publikum nicht zu hören bekommt. Ja, aber ich lebe auch unter einem Stein. Nee, du hast nichts vergessen, alles wunderbar. Ich bin begeistert, selbst da. Wow, wir sollten diese Rollenaufteilung für immer und ewig genauso einhalten. Ja, alles gut gelaufen, gut gemacht, perfekt. Da bleibt uns nichts anderes übrig, als uns wohlgelaunt zu verabschieden und hoffen, dass es euch mindestens genauso viel Spaß gemacht hat wie uns. Bleibt jung und knackig, vergesst nicht, eure Haut mit Schneckenschleim einzuschmieren. Bis zum nächsten Mal aus den Untiefen des, welcher Ozean ist es? Pazifiks. Ja, gut. Wahrscheinlich. Pazifische Grüße. Ciao, Leute. Willkommen. Das Gegenteiltag. Nicht schlecht, nicht schlecht.
Ja, heute ist der Gegenteiltag und ach, selbst da, weißt du noch damals vor vielen, vielen Jahren, als wir uns im Camp Movie Nerd kennengelernt haben und ihr, liebe Zuhörer und liebe Zuhörerinnen, ihr denkt euch jetzt, okay, es ist ein Podcast und eigentlich ist die Sache klar und deutlich und selbst da muss angeklagt werden, weil er immer jedes Mal das Gleiche zu Beginn sagt, aber urteilt nicht so schnell. Also, weil ich muss sagen, wie gesagt, ich habe selbst da damals kennengelernt vor vielen Jahren im Camp Movie Nerd und ich war noch ein junger und dummer Student damals und ich wollte Filmkritiker oder Podcast-Moderator werden und wusste nicht, ob ich das kann. Und selbst hat gesagt, klar kannst du das, klar, natürlich, du bist jetzt schon Filmkritiker. Wir machen einfach gemeinsam einen Podcast. Und das war so schön und also einen solchen schönen Moment, also von einem so guten Freund hatte ich noch nie. Deswegen, also bevor ihr euch ein Urteil macht, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, überlegt doch noch einmal und gebt selbst euer Herz. Weißt du, was der größte Spaß daran sein wird? Ich werde einfach den Anfang von deiner Rede beginnen lassen, dann werde ich sagen, 30 Minuten später und das Ende einspielen lassen. Und das werde ich wirklich machen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Der beste Podcast aller Zeiten. Absolut. So, also, naja, jedenfalls wollen wir uns heute, wie gesagt, The SpongeBob Movie Sponge on the Run anschauen.